Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch eine kleine Neuigkeit erzählen, die auf der Karte passiert ist. Ich würde sagen, wir jumpen in die Runde und gucken uns das Ganze dann einmal an. Ich werde jetzt nicht nochmal alle Patch Notes erklären, weil ich denke mal, jede von euch wird sie mitbekommen haben. Außer eine Sache, nämlich betreffend zum Spiel oder zum Gameplay. Es wurden ein paar Besonderheiten aus den Pop-Up-Cups in den ganz normalen Modis reingebracht. Das heißt zum Beispiel, kommt man jetzt 40% mehr Ressourcen. Wenn man Gegner killt, droppen die von jedem Material einen Typ 50 Ressourcen. Allerdings kann man auch nur noch 50 Ressourcen stapeln. Und man bekommt 50 Schild, wenn man einen Gegner killt. Finde ich generell sehr gut, weil es für aggressives Spiel oder aggressiveres Spielverhalten sorgt. Ja. Zusätzlich wurde ja The Block geändert, da Mr. Slick Willys Block ist da ja jetzt. Und irgendwann, ich glaube in der Nacht jetzt oder gestern Abend, ist etwas auf der Karte passiert. Ein kleines Live-Event. Wahrscheinlich habt ihr mitbekommen, dass selbst vor dem Patch schon ganz oft Erdbeben gekommen sind. Irgendwie einmal pro Stunde. Allerdings war das dann nur ein Bildruckeln. Und mehr nicht. Und jetzt ist etwas Reelles passiert. Dazu werde ich mir jetzt ein Flugzeug schnappen. Und zwar, wir sind hier schon am richtigen Ort zwischen Lazy Links, Loot Lake und Tomato Temple, sind Risse aufgetaucht. Man kann noch nicht reinfallen oder so, weil sie sind noch nicht tief. Aber der Boden ist eben halt auf. Loot-technisch sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Hier haben wir auch das, wie heißt das? Infanteriegewehr, genau. Schwerer Name irgendwie. Ist auch eine sehr schöne Waffe. Aber ich denke mal, es wird jetzt täglich dazu so ein kleines Live-Event passieren, so ähnlich wie mit einem Würfel. Dann wird sich das immer weiter vergrößern. Beispiel, hier ist schon der erste Riss, der hat sich übrigens auch seit gestern schon vergrößert. Sieht hier, ist eine Kante. Einfach im Boden hier drin. Hier über den Bergrücken, da hinten geht es auch noch weiter. Hier wurde es einfach aufgerissen, so. Ich bin echt gespannt, was dann damit passieren wird. Hier unten ist das auch schon ganz auf. Ich werde jetzt mal zum nächsten Riss fliegen. Und es gibt wirklich so ein Dreieck im Prinzip zu einem Krater. Und es gab ja auch zwischendurch mal in den Spieldateien einen Ordner, der irgendwie Sinkhole hieß. Also so ein sinkendes Loch. Und da die alle drei ja auf ein Feld so ein bisschen zugehen. Ich kann euch auch nochmal den dritten zeigen, wenn ich den jetzt finde. Ich glaube, der war irgendwo da hinten. Lass mich kurz suchen. Da ist der eine. Da links ist der andere. Na, war nicht hier irgendwo der dritte? Ich glaube, man sollte es auf jeden Fall am Anfang gesehen haben. Ja. Ich bin echt gespannt, was damit passiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier die ganze obere Ecke dann auch noch mal etwas Neueres bekommt in der nächsten Season. So lange ist es jetzt ja auch nicht mehr bis zur nächsten. Ja. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.